Digitale Anwendungen des Staates sollen ja die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt stellen, damit sie besser für alle, also auch für die Verwaltung funktionieren. Das ist die Mission des Digitalservice und das setzt ihr ja seit 2 Jahren um, konkret in Projekten auch für die Bundesverwaltung. Was hat das mit Gesetzgebung zu tun? Die Bürgerinnen sind heute eigentlich das Leben auf dem Smartphone gewohnt und auch einen gewissen Standard an digitalen Lösungen, die auf dem Smartphone laufen. Und wir haben einfach gemerkt, dass wir bei der Entwicklung digitaler staatlicher Lösungen, dass denen immer Prozesse und ein Gesetz zugrunde liegen und manchmal aber dann in der Entwicklung tatsächlicher Lösungen einer Nutzungsfreundlichkeit entgegenstehen. Deswegen ist das Ziel, dass wir hier beitragen zu einer digital tauglichen Gesetzgebung, also dass Gesetze entstehen, die man am Ende gut digital umsetzen kann und das vielleicht auch als ersten Baustein hin zu proaktiven staatlichen Handeln. Was habt ihr für eine Lösung entwickelt und was war die Herausforderung? Recht kann nur digital umgesetzt werden, wenn es im Entstehungsprozess, wenn die digitale Umsetzung im Entstehungsprozess schon mitgedacht wird. Und so sind wir vom Bundesinnenministerium mit dem Digitalcheck beauftragt worden, die konzeptionellen Grundlagen für dieses wichtige Instrument zu entwickeln, um am Ende zu einer digitaltauglichen Gesetzgebung zu kommen. Und dabei ist uns wichtig, dass der Digitalcheck nicht eine weitere Checkliste ist, die die Legisten und Legistinnen bei der Entwicklung eines Gesetzes ganz am Ende abhaken, sondern wir wollen eigentlich viel früher anfangen und Instrumente und Methoden zur Verfügung stellen, die die Legisten und Legistinnen befähigen, das Digitale und die digitale Umsetzung schon im Entstehungsprozess mitzudenken. Wie genau sieht die Zusammenarbeit mit dem BMI und der Bundesregierung in diesem Projekt aus? Wir haben einen neuen Ansatz gewählt. Gesetzgebung betrifft ja alle Häuser, aber auch das Parlament. Und insofern haben wir den Digitalcheck entwickelt über die Grenzen von Ministerien und Gremien hinaus. Dafür haben wir eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe aufgesetzt, bei der mehrere gesetzgebende Häuser involviert sind. Und wir haben kontinuierlich auch mit dem Normenkontrollrat an der Entwicklung zusammengearbeitet. In einem ersten Schritt haben wir jetzt eine Beta-Version entwickelt, die einen methodenbasierten Digitalcheck zur Verfügung stellt mit 5 übergeordneten Prinzipien. Und uns ist besonders wichtig, dass das jetzt eine erste Version ist, die jetzt in der tatsächlichen Nutzung weiterentwickelt werden muss, und zwar iterativ und nutzungszentriert. Und das tun wir vor allem, indem wir mit den Legisten und Legistinnen zusammen, aber auch mit dem Normenkontrollrat jetzt die tatsächliche Nutzung unserer Beta-Version beobachten und daraus lernen, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert und ihn so weiterentwickeln können. Was ist der aktuelle Stand und was habt ihr bisher gelernt? Im November ist die Beta-Version, die ich schon angesprochen habe, live gegangen sozusagen. Wir haben sie veröffentlicht und wir haben sie seitdem in fast allen Häusern in einer Roadshow gemeinsam mit dem Normenkontrollrat eingeführt und Bewusstsein dafür geschaffen eigentlich in diesen Häusern, dass es jetzt um eine gemeinsame kontinuierliche Weiterentwicklung geht. Diese Beta-Version ist jetzt seit Januar im Gebrauch. Das heißt, die Legisten und Legistinnen, die mit tatsächlichen Gesetzgebungsverfahren jetzt gerade beschäftigt sind, benutzen den Digitalcheck. Und das gibt uns die Möglichkeit, den jetzt kontinuierlich weiterzuentwickeln anhand dessen, was wir lernen in der tatsächlichen Nutzung. Und nur um das nochmal zu sagen, das Ziel ist hier, Gesetzgebung zu schaffen, die digitaltaugliche Umsetzung oder gute digitale Lösungen eigentlich ermöglicht. Denn das sehe ich als Grundlage für proaktives staatliches Handeln. Und am Ende ist doch irgendwie das Ziel, dass der Aufwand an der Schnittstelle zwischen BürgerInnen und Staat verringert wird. Musik